Wir befinden uns hier zurzeit im alten Wohn- und Pflegeheim am Park in Duderstadt. Mein Name ist Karl-Heinz Ernst. Zusammen mit meinem Partner Hermann Josef Hauptmann betreiben wir die Hauptmann und Ernst-Gruppe, gleichzeitig auch die Contracting, die wir hier im Jahre 2013 gegründet haben. Mein Name ist Gerhard Heckroth. Ich habe das Energiekonzept für dieses Projekt erstellt. Das Energiekonzept umfasst 19 Einzelmaßnahmen. Der Wärmesektor konzentriert sich auf die Erschließung von Abwärme und Erdwärme. Beide werden über die Wärmepumpe zu Nutzwärme gewandelt, die in erster Linie über thermisch aktivierte Bauteile, in diesem Projekt sind das zu über 90% die Decken, zu Wohlfühlklima überführt wird. Neben dem Wärmesektor gibt es auch den Stromsektor. Dieses Stadtquartier ist als Arealnetz aufgebaut, in dem der Betreiber 50% eigenen Strom einspeist. Der restliche Teil kommt über die EEW. Energie auf kurzem Wege ist unser Credo. Da profitieren am Endeffekt alle Personen hier im Altenheim am Park, von angefangen von den Heimbewohnern über das Pflegepersonal sowie auch die gesamten Senioren, Mietern und Mieterinnen. Unser Energieberater hat uns von seinem Energiekonzept gut überzeugt. Mein Partner Hauptmann und ich waren und sind davon voll überzeugt, dieses hier durchzuführen.